Bio hat zahlreiche Vorteile, unter anderem auf die Gesundheit und den Geschmack. Doch bei welchen Produkten lohnt sich jetzt Bio am meisten? Ich bin Markus, ich studiere Medizin und wir legen jetzt direkt los. Auch ich selbst habe mir lange diese Frage gestellt, weil ich eben selbst Student bin und dementsprechend nicht genügend Geld habe, um einfach alles in Bio zu kaufen. Da für mich meine Gesundheit an oberster Stelle steht, war für mich die Frage sehr, sehr wichtig, wo sich denn jetzt Bio am meisten lohnt. Dementsprechend habe ich mich damit ausführlich beschäftigt und bin zu folgenden Ergebnissen gekommen. Das erste Lebensmittel, was ich nur noch in Bio kaufe und die auch nur von ganzem Herzen empfehle, ist Fisch bzw. insbesondere Lachs. Denn herkömmlicher Fisch ist oft verunreinigt mit Schwermetallen. Und ja, dass Schwermetalle natürlich giftig für euren Körper sind, wie beispielsweise Quecksilber, ist euch, denke ich, allen schon bewusst. So blockieren Schwermetalle unter anderem bestimmte Enzyme im Körper, wodurch diese eben nicht mehr funktionieren können. Das wirklich große Problem an Schwermetallen ist allerdings, dass man die erstmal nicht so schnell wieder aus seinem Körper rausbekommt. Das heißt beispielsweise im Vergleich zu Alkohol, das ebenfalls ein Körpergift ist, das allerdings leichter und schneller abgebaut und wieder ausgeschieden werden kann im Verhältnis jetzt zu den Schwermetallen, die man eben nicht so schnell wieder losbekommt. Zum Teil sogar gar nicht und wenn überhaupt erst nach Jahren. Das heißt beispielsweise, wenn man jetzt einen mit Schwermetall verunreinigten Fisch gegessen hat, dann hat man die Schwermetalle erstmal in seinem Körper und die sind dann erstmal für eine Zeit lang auf jeden Fall eingelagert in Leber, Niere, Lunge und auch sogar im Nervensystem und üben dort eben Schaden aus. Das zweite Produkt, was ich auf jeden Fall bio kaufen würde, ist Fleisch. Denn konventionelles Fleisch ist oft unter anderem voller Antibiotika. Zugleich würde ich sowieso nur dann Fleisch essen, wenn euer Körper euch wirklich Signale dafür gibt, dass er jetzt Fleisch braucht, dass die Nährstoffe von Fleisch braucht, dass Fleisch eurem Körper jetzt gut tut. Und die paar Mal, wo ihr dann Fleisch esst im Monat, würde ich dann eben auch Biofleisch essen. Damit tut ihr nicht nur eurem Körper was Gutes, sondern natürlich auch den Tieren. Als drittes lohnt sich Bio auch allgemein bei Obst und Gemüse. Wobei ich allerdings nun noch im Speziellen darauf eingehen möchte, bei welchen Obst- und Gemüsesorten Bio sich jetzt wirklich richtig lohnt und bei welchen allerdings fast oder eigentlich gar nicht. Das erste, was du hier auf jeden Fall in Bio kaufen solltest, ist Paprika. Denn laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist Paprika das Gemüse in den deutschen Supermärkten, das am häufigsten mit Pestiziden belastet ist. So waren hier nach einer Untersuchung über 5% des Paprikas aus konventioneller Landwirtschaft über den Grenzwerten mit Pflanzenschutzmitteln belastet. Das nächste, wo sich Bio absolut lohnt, sind Feldsalat, Spinat, egal ob gefroren oder frisch, Kräuter und Tee, also allgemein Gemüsesorten bzw. pflanzliche Produkte, wo eine große Oberfläche haben. Ja, denn wenn man sich das Ganze vorstellt, beispielsweise bei Feldsalat oder verschiedenen Kräutersorten, hat man natürlich ein dünnes Blatt und im Verhältnis dazu eine sehr, sehr große Oberfläche, wo natürlich dann viele Pestizide, Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle und so weiter dran haften können und Angriffsmöglichkeit quasi haben. Das heißt, du solltest bei Lebensmitteln, die eine große Oberfläche und im Verhältnis dazu eine geringe Masse haben, unbedingt auch Bio kaufen. Wohingegen Bio eher weniger nötig ist, ist bei Gemüse- und Obstsorten, die eine dicke Schale haben, die nicht verzehrt wird. Beispiele hierfür sind Zwiebeln, Melonen, Kiwis, Avocados und so weiter und so fort. Denn klar, wenn man sich zum Beispiel mal die dicke Schale bei einer Wassermelone vorstellt, die du ja im Normalfall nicht verzehren wirst, ist es natürlich für Pflanzenschutzmittel schwierig, erstmal durch diese Schale hindurchzukommen, um dann im eigentlichen Fruchtfleisch zu sein, das du ja zu dir nimmst. Und dementsprechend lohnt sich bei Lebensmitteln, die eine dicke, massive Schale haben, die du nicht isst, Bio eher weniger. Gut, das war jetzt also das Wichtigste zu Obst und Gemüse. Das nächste, wo sich Bio auf jeden Fall auch lohnt, sind Fertigprodukte bzw. Fertiggerichte. Zwar sind Fertigprodukte allgemein sowieso nicht zu empfehlen für deine Gesundheit, doch wenn du dir mal Fertigprodukte kaufst, dann würde ich da auch auf Bioqualität setzen. Denn Bio bedeutet nicht nur, dass das Produkt bzw. die Zutaten des Produkts aus ökologischem Anbau, das heißt ohne Pflanzenschutzmittel, ohne Gentechnik und so weiter, stammen, sondern für Bio gilt zudem, dass keine Zusatzstoffe wie Süßstoffe, Geschmacksverstärker, synthetische Farbstoffe oder Konservierungsmittel drin sein dürfen. Das heißt, Bio lohnt sich hier gleich doppelt, weil eben zum einen ökologischer Anbau, kein Pflanzenschutzmittel oder ähnliches und zum anderen eben keine giftigen Zusatzstoffe, die oft typisch sind eben für derartige Fertigprodukte. Nichtsdestotrotz möchte ich hier unbedingt nochmal betonen, dass ich trotz dessen jetzt keine Fertigprodukte dir für deine Gesundheit empfehlen möchte.
Denn Fertigprodukte sind und bleiben, egal ob Bio oder nicht, ungesund. Denn viel wichtiger für deine Gesundheit ist nicht die Frage, wo soll ich Bio kaufen, sondern die Frage, welche Lebensmittel soll ich überhaupt kaufen. Dazu empfehle ich dir mein Video zu den absoluten Basics einer gesunden Ernährung, also was du unbedingt beachten solltest. Das findest du hier oben im i. Ja, das war es jetzt erstmal wieder von meiner Seite. Wie immer, bleib gesund und viel wichtiger, handel gesund. Bis zum nächsten Mal.